Und natürlich ist sie heute Abend auch mit dabei, wenn wir im Rahmen der IGA die deutsche Vorentscheidung zum Grand Prix der Volksmusik senden. Und Sie, liebe Zuschauer, sind doch hoffentlich auch so weise wie Flori und mit dabei, denn 15 Lieder stellen sich einem spannenden Wettbewerb. Und welche 5 Lieder uns dann beim internationalen Grand Prix vertreten, das entscheiden Sie ja dann per TED. Also bis heute Abend bei volkstümlicher Musik, wunderschönen Gärten und interessanten Gesprächspartnern. Um 20.15 Uhr im ZDF. Die Witwe Elisabeth, gespielt von Christina Söderbaum und Karl Radatz als Komponist Reinhard, erinnern sich an ihre Liebe, die vor vielen, vielen Jahren am Immensee begann. Aber Missverständnisse und Zufälle trennten die beiden. In dem 1943 gedrehten Spielfilm ist die Realität des Krieges und des Naziregimes ausgeklammert worden. Am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr können Sie im Filmforum der Matinee mehr über Christina Söderbaum und ihren Ehemann und Regisseur Veit Harlan erfahren. Thank you.